Servus, Moran, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind unterwegs mit Star Eater. Und zwar im Frontlines-Modus fahren wir mit dem HWK 30, einem meiner fleißigsten Einsender für Replays. Ich habe mir das gleich mal hier geschnappt, also mehr oder weniger gesichert. Und wir werden mal schauen, wie sich der junge Mann hier anstellen wird. Befindet sich, glaube ich, auch das ein oder andere Replay von ihm in der Replay-Challenge. Das kommt öfter mal. Dürft ihr gern draufklicken. Da freut er sich immer wieder. Wir haben hier einen Verteidigungsmodus erwischt. Das heißt, wir sind zuerst auf B unterwegs mit unserem Aufklärer und müssen den Gegner davon abhalten, hier nach vorn zu rushen. Und ja. Die Munitionsaufteilung finde ich so, wie sie jetzt eingeteilt ist, für Frontlines-Modus ideal. Wir haben 20 Schuss Standard-Munition bei einer 90mm Kanone mit 187 Durchschlag. Das reicht für viele Achterpanzer. Noch viel besser sind 25 Schuss HE. Die haben 102 Durchschlag bei 320 Schaden und tun den weichen Zielen, die man in dem Modus einfach mal viel öfter sieht, auch deutlich mehr weh und ist dementsprechend sehr nutzvoll. Also, Munitionsaufteilung ideal. Wir sind am Verteidigen. Verteidigen meiner Meinung nach immer etwas schwieriger als anzugreifen, weil der Gegner reagieren muss. Weil wir reagieren müssen und der Gegner kann agieren. Und das ist immer meistens ein bisschen schwieriger. So, da traut sich noch niemand raus. Zone A wird bereits angegriffen. Jawohl, da kommen wir seitlich bereits durch die IS-3, wenn ich das richtig sehe. Ne, das ist was anderes. 53 TP, also okay. Hab ich nur so die Silhouette kurz gesehen. Nee. Jawohl, da können wir schön austeilen. Ideale Position. Wunderbar, 234 Schaden am 53 TP. Wir gehen zwar mal auf dabei, aber es ist trotzdem schwer zu sagen, ob die Arti sich dann wirklich darauf einlässt, auf dich zu schießen. Und noch dazu, 53 TP ist nicht unbedingt perfekt angewinkelt. Der überwinkelt und ist dementsprechend relativ leicht von uns zu beschießen. So. Drei Fahrzeuge sind im Kreis. Könnte man auch schon mal HE laden. Abgeprallt, unter anderem deswegen. Nee. Also wir gehen jetzt ein bisschen forscher vor. Nur nach 22 Sekunden. Wir müssen mindestens ein Fahrzeug rausnehmen. Und den müssen wir noch dazu umkreisen. Ansonsten wird das hier nämlich nichts. Abgeprallt. Wir haben zwar ein paar Eroberungspunkte verringern können, aber eben nicht alle. Da hat uns der Brigadier einen eingeschenkt. Kriegt dafür direkt einen wieder. Oh, jetzt wird's gefährlich. Und da fangen wir uns noch einen ein. 197 HP haben wir noch. Wir müssen uns schnell bewegen. Hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. B ist allerdings relativ sicher. Auf A sieht's nicht mehr ganz so gut aus. Da würde ich fast sagen, dass wir da deutlich zu wenig Panzer haben. Das ist halt der große Vorteil, wenn man im Frontlines-Modus angreift. Man kann sich die Seite dann zwar raussuchen, es gibt zwar ein Limit, also einen gewissen Panzern, die man pro Seite nehmen darf, aber man kann zum Beispiel vom B-Modus in den A-Modus oder von der B-Linie bis in die A-Linie kann man wechseln, hier hinten über die kleine Durchfahrt. Man kann vom C-Modus in den oder von der C-Linie auf die B-Linie drauf schauen. Ebenfalls ein Riesenvorteil. Dementsprechend ist das Angreifen meiner Meinung nach ein bisschen leichter. Man muss sich natürlich einig sein. Man muss schnell rushen. Man muss auch mal bereit sein, einen Panzer wegzuwerfen. Das geht manchmal nicht anders. Und man sollte natürlich hier unten die kleinen Reserven natürlich auf dem richtigen Stand haben. Das zum Beispiel Pionier. Gibt diverse Bonusse fürs Erobern, für Versorgen und ähnliches. Das heißt,
ihr werdet schneller aufgeladen bzw. schneller repariert im Versorgungspunkt als zum Beispiel andere Fahrzeuge. Erobert schneller und das macht schon mal eine ganze Menge aus. Vor allem, wenn es um Eroberungspunkte unter anderem auch geht. Wenn man im Spiel vorankommen will und General erreichen will, braucht man das. Da kommt man nicht drum rum. Nicht nur Schaden machen, nicht nur aufklären, man muss auch Eroberungspunkte sammeln, Eroberungspunkte zurücksetzen natürlich auch. Und dafür gibt es dann extra was. So, 1893 Schaden haben wir gemacht. Wir haben den Panzer gewechselt. LP-432, Aufklärer der Russen. Nimmt sich da den WZ-132. Aktuell einer der stärksten Lights, die wir haben. Unglaublich niedriges Profil. Unglaublich spitz von. Der ist extrem schwer zu penetrieren, wenn er frontal auf dich zukommt. Brauchst HE, um den wirklich böse zu schädigen. Und selbst das ist nicht immer oder kann nicht immer garantiert werden. Centurion 5.1 kriegt eine rein. Aufklärer ist bereit. Hoppala, IS-3 prallt ab. Was für eine Überraschung. 390 Schaden geblockt in dem Light. Ne? Reden wir mal davon. Was haben wir drauf für eine Kanone? 85mm. 176 Durchschlag, 180 Schaden pro Schuss. Mit Premium 218 bei 180 Schaden. HE ist nicht so stark. 44 Durchschlag nur. Bei 300 Schaden. Ich hätte trotzdem mindestens 3 Granaten HE mit dabei. Kann ich nur empfehlen. Ja. Früher schießen. Wäre dann ein bisschen besser gewesen. Da kommt jemand. Der winkeln wir uns lieber an. Treffer Nummer 1 am T-44. Und gleich noch ein. Da hat er, glaube ich, keine Chance. Ja, ich habe es mir gedacht. Hoppala, wer kommt da? EBR 75 FL. Der hat böse HE-Munition. Mit 75 Durchschlag. Vorsichtig bei dem. Und vor allen Dingen kannst du dem im direkten Nahkampf sagen wir mal, sehr schwer besiegen. Am besten ist, wenn man dem hinterher fährt. Auch wenn man nicht ganz so schnell ist, am Ende reicht es fast immer. So. Ne, reicht nicht. Den holt sich ein anderer. Aber wir nehmen ein bisschen Aufklärungsschaden mit. Wir sind bei 3847 Schaden. Wir sind bei Captain. Wir haben 3 Kills gemacht, 390 Schaden geblockt und 2191 Schaden aufgeklärt. Also wer jetzt sagt, ja, mit dem Schaden ist mir aber noch nie passiert, dass ich da schon Captain war. Er liegt ganz einfach, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, daran, dass ihr dafür auch erobern müsst. Ihr müsst Eroberungspunkte zurücksetzen. Das gehört ganz genauso dazu. So, wir haben die Zone B verloren. Nachdem wir uns jetzt in Zone A ein bisschen rumgetrieben haben, hat unser eigenes Team die Zone B abgegeben. Wir haben noch 38 Sekunden, bis wir diese Zone hier verlassen müssen. Danach werden wir von der Artillerie niedergemetzelt. Und das wollen wir natürlich nicht. Da wirst du nicht durchkommen, da fährt nämlich angewinkelt. Genau das meine ich. Bringt absolut nichts, sich da aufklären zu lassen, indem man einen Schuss abgibt. Jawohl. Nächste Besonderheit, wenn man jemanden im Reparaturkreis hat, der gerade am Reparieren ist und dann getroffen wird, hat der dann eine Sperre von ein paar Minuten. Er kann dann in diesen Reparaturkreis nicht mehr reinfahren. Und wird auch nicht zu Ende repariert und wird auch nicht zu Ende aufgeladen. Das heißt, er kriegt keine Munition. Keine Mitglieder seiner Crew werden ins Leben zurückgerufen. Den können wir jetzt fantastisch zirkeln. Fährt allein hier raus. Ideal. Ha! Prallt ab. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Jetzt müsste er dich eigentlich rausnehmen. Ne, macht er nicht. Jetzt hat er es geschafft. Also, wir haben noch ordentlich Schaden austeilen müssen oder austeilen können. Ein WZ-120, 1FD, ein LP-432 und der Scorpion G waren nicht genug. Da hast du die Badger 12 Tonnen noch im Nacken gehabt, bevor da hier irgendwas, Entschuldigung, richtig funktioniert hat. Sehr geil. Sehr fein gefahren. Welcher Panzer kommt als nächstes? Jetzt mal überlegen, nehmen wir einen Lanzen C. Ja, sieht nach Lanzen C aus, sehr schön. Also aktuell 5428 Schaden. Ausgeteilt 1060 Schaden geblockt. Wir waren nur mit leichten Panzern unterwegs. Darf man nicht vergessen.
und 2434 Schaden aufgeklärt. Sehr schön. Lanzen C, Medium, recht okay, was die DPM angeht. Sehr mobil und gute Gundabösen. Das heißt, wir können hier über diese hügelige Fläche fantastisch wirken. Wir geben da dem Objekt, was ist das für einer, 430? Hm, 416, 430 kann es nicht sein. Objekt 416, eine mit. Ah, ein bisschen zu spät reagiert. Da war auch schon raus. Jetzt kommt eine weitere Besonderheit. Wir sind inspiriert worden. Das heißt, wir haben jetzt eine bessere Nachladezeit. Wir können, glaube ich, weiter schauen. Wir sind ein bisschen besser getarnt. Also alles noch ein bisschen besser. Ja, wirklich ideal. So, Captain ist gleich abgeschossen. Wir steigen gleich auf. Wenn wir das nächste Mal ein bisschen mehr Schaden machen oder ordentlich aufklären, müsste es normalerweise soweit sein. Jawohl. Oh, ist ja wie ein Buffet. Wie ein Buffet. Es ist grandios. Sollte man diese Besonderheit aktiviert haben. Wir sind Major geworden, Entschuldigung. Sollte man diese Besonderheit aktiviert haben, dieses Inspirieren, bekommt man wieder ein bisschen was extra auf sein eigenes Konto gut geschrieben. Wunderbar. Kanone hier ideal eingesetzt. Muss leider ein bisschen sehr weit rausfahren. Nee, der war nix. Aber der könnte was werden. Fahrzeug steht komplett frei. Ah, es bleibt ein bisschen was am Turm hängen. Allerdings schießt er nur ein Light auf uns. Das ist nicht, sagen wir mal, so maßgeblich. Da haben wir einen Mauerbrecher, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Gegen eine 351er Schelle. Major ist auch gleich wieder erledigt. Wir sind da ziemlich weit vorwärts gekommen. Er hat leider nichts gebracht. EBR 75 FL 10. Deutlich zu schnell für uns. Aber E ist bewacht, beziehungsweise beschützt. Ein Gegner aktuell keine Chance, da irgendwas zu erreichen. Wirst du nicht treffen, wirst du nicht treffen. Kette gezogen, ja. Bumm. Können wir den rausnehmen? 800 HP, da dürfte noch ein bisschen zu viel übrig sein. Schade. Ja, wird gleich nochmal versuchen, dich anzufahren. So. Also bisher ganz gut gekämpft. Wir haben nur mit Bremen-Fahrzeugen unseren Dienst bisher verrichtet. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt den nächsten Bremen-Wagen oder das nächste Bremen-Fahrzeug nehmen. Vielleicht wieder den HWK 30. Ein ideales Fahrzeug gibt es nicht. Kommt immer darauf an, womit man sich am besten, klarkommt. Und beim Star-Eater weiß ich, dass es eher die mobileren Panzer sind. Zumindest was die bisherigen Replays angeht. Und hey, das sind wir General geworden. Also, General hat das Feld betreten. Star-Eater ist zum General befördert worden. Herzlichen Glückwunsch. Jede Menge Ruhm und Glanz und so weiter. Weiße Uniform, Laberababer. Du weißt ja selber, dass du dir davon leider nichts kaufen kannst. Aber es ist... Es bringt dich eine ganze Menge weiter. Das ist ein schönes Prestige-Level. Oder man kann mit dem Prestige-Level weiter nach oben. Hier kannst du HE nehmen. Es sind so viele mobile Panzer. Da ist ein Light. 1, 2, 3 Mediums. 4 Lights, wenn ich das richtig sehe. Oder 3 Lights. 3 Mediums, 3 Lights, wenn ich das richtig sehe. Dann bist du mit HE fast besser. Glaub's mir. Wir müssen hier leider viel riskieren. Haben noch 4 Sekunden, dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder unseren Panzer abgeben. Ah, fuck. Das ist schade. Aber genau das ist was ich vorhin gemeint habe. Ab und zu ist es ganz einfach nötig, dass man sich dass man sein Fahrzeug ein bisschen wegwirft. Ist im Random natürlich ein bisschen schwieriger, weil man da nur ein Fahrzeug zur Verfügung hat und danach natürlich das Gefecht zu Ende ist. Aber hier kommt das nächste Fahrzeug an in 55 Sekunden. Und du hast zumindest die Eroberung von Punkt E ein bisschen weiter herauszögern können. Aber unterm Strich solltest du als nächstes Fahrzeug ein Fahrzeug wählen mit ein bisschen besserem Panzerschutz.
denn du wirst dich eher in eine verteidigende Position begeben. Und ich gehe mal davon aus, dass da der Light nicht erste Wahl sein wird. So, da unten steht's, 27 Sekunden. Ich habe leider keinen Einfluss darauf, wo hier... Also ich kann mich hier ein bisschen umschauen, aber... Doch, ich kann hier... schau an. Wunderbar. Habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. So, hier fahren ein paar hübsche Panzerchen rum. Ja, wir verlieren ein paar Leute. Da können wir mal drüber gucken. Also trotzdem, auch wenn du jetzt ein bisschen länger auf den Panzer warten musst, wirklich ideal gefahren. Mit deinen Fahrzeugen gibt es absolut nichts zu meckern. Zeit läuft bereits gegen den Gegner. Fahrzeug ist bereit. Ein Löwe steht zur Auswahl, wenn ich das gerade richtig sehe. Und auf welchen Posten rücken wir raus? In die Mitte. Na, Carnivore Action X. Okay, wir wählen ein bisschen mehr Mobilität, ein bisschen weniger Alpha-Schaden. Und dafür eine deutlich schneller schießendere Kanone als beim Löwen. Und einen, ja, vom Turm her sind sie sich, ich will nicht sagen ähnlich, aber sie halten recht viel aus. Ne? Und der hat dazu eine Schottpanzerung vorne am Turm, das ist noch ein bisschen lustiger. Sehr brav. So, was haben wir für Möglichkeiten? Wir gucken mal hier auf die Map. Ich würde, genauso wie er sich gerade entscheidet, eher in die Mitte fahren. Da, wo sich jetzt ein Bulldog befindet, ein T-44, ein weiterer T-44 und eine IS-3. Die werden wir jetzt hoffentlich gleich hier oben auseinandernehmen, denn die sind auf dem Weg zur Nummer 3. Okay. Könnte auch von hinten hochfahren und den da oben dann den Weg abschneiden, denn dort oben befindet sich nur ein Progetto. Ne, noch ein weiterer, ein TD, wenn ich das richtig sehe. Ein Skorpion. Aber mit dem können wir auch ordentlich aufräumen. Und solange wir uns nur hinten befinden, also nur hinten herumfahren, ist das einfach mal ausreichend, das Fahrzeug. Ja? Wir müssen keine großen Distanzen überbrücken. Feine Sache. 206 Schaden. Es ist halt nicht viel, ne? Alpha-Schaden. Aber wir laden wahnsinnig schnell nach. Ideal, um das Fahrzeug oder gegnere Fahrzeuge im Dauertrack zu halten. Wunderbar. Schön gewartet, bis es sich so angewinkelt hat, dass es zu viel war. Und genau in dem Moment dann rausgenommen. So, Aufklärer ist bereit. Wird irgendwo über der B-Linie abgeworfen, wenn ich das richtig sehe. Also natürlich oben. Über der E-Linie, nicht über der B-Linie. Nee, kommt sie nicht durch. Weitere Besonderheit, man kann kein eigenes Fahrzeug zerstören. Ideal. Ja, lässt sich da leider komplett abschlachten, weil er nicht mehr anders kann. Da ist er raus. Wir sind bei 10.061 Schaden, wir sind bei 1.860 Schaden geblockt. Und 4.743 Schaden aufgeklärt. General haben wir längst. Das finde ich klasse. Und wir haben 4 Kills aktuell. Lass uns hier wieder beflügeln. Und wechseln jetzt wiederum die Seite. Schauen mal, wie es hier aussieht. Der Gegner will F einnehmen. Wenn ihm das nicht gelingt, ist das Spiel automatisch vorbei. Denn ich glaube, die Zeit müsste abgelaufen sein. Ich habe hier oben leider in der Ecke, wo die Zeit steht, meinen Aufnahmetimer. Der überdeckt das leider. Und da kann ich euch nicht genau sagen, ob das dann wirklich die Zeit abgelaufen ist. VK-100 gibt da Shielded da. Und der Gegner bekommt weitere 4 Minuten, okay. Also hat es tatsächlich nochmal geschafft, hinten F zu erobern. Hat jetzt 4 Minuten Zeit, um hinten 3 der 5 Ziele auszuschalten. Die alle mit jeweils 3500 HP ausgestattet sind. Wollen wir schauen, ob ihm das gelingen kann. Ich glaube eher, dass das zu wenig Zeit ist. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Außer wie ich Star Eater kenne.
wird die Zeit nicht mehr ausreichen. Wir sind bei 10.791 Schaden. Haben durchweg nur mit Premium-Fahrzeugen gespielt. Schnell weg da. Ist egal, welchem Fahrzeug du da deinen Hintern präsentierst. Ob das jetzt ein Brite ist oder ein Franzose oder ein Russe oder ein Ami. Dein Hintern ist grundsätzlich zu weich. Frauen wollen das übrigens nicht hören, ne? Dass der Hintern zu weich ist. Der ist immer schön fest. Also, Vorsicht. So, wie sieht's aus? Gegner versucht, über die F-Linie zu drücken. Ist ansonsten, würde ich fast sagen, eher aufgerieben. Das heißt, viele Fahrzeuge vom Gegner sind zerstört, beziehungsweise der Gegner ist in Lauerstellung oder in Wartestellung. Und wir haben hier halt jetzt einen Nachteil, den man als schweren Panzer auch in diesem Gefecht oder gerade in diesem Gefechtsmodus hat. Man ist einfach nicht mobil genug, wenn man wirklich schnell die Seite wechseln möchte. Ja, was soll man sagen? Es hilft halt nichts. Es hilft halt nichts. Was wir brauchen können, ist ein Aufklärer. Und genau der wird gleich fertig. Jetzt. Schade. Hoppala, TS5 gibt uns eine mit. Der fährt da hinten. Beziehungsweise steht immer noch da hinten. Gibt uns gleich die nächste Schelle. Okay. Star Eater hier ein klein wenig angetrunken. Habe ich das Gefühl. Wird gleich von links beschossen. Nee, da war der Artischlag. Der uns auf 226 reduziert. Und ein weiterer Treffer vom 53 TP. Der uns noch mal ein bisschen reduziert. Wir sind auf 64 HP runter. Wunderbar. Teilen aber fleißig aus. Gibt es hier keine Gnade für den Gegner. Ziel 1 ist gleich zerstört. Ziel 2 wird aktuell auch ein bisschen angegriffen. Aber unterm Strich fehlt hier einfach mal die Zeit. Ja, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Am Ende holt uns die Lorraine raus. Macht aber nichts. Wir haben noch ein bisschen Aufklärungsschaden eingestreift. Und haben unter anderem auch ein neues Fahrzeug zur Verfügung. Wir müssen jetzt hinten bei 1 und 2 aushelfen. Ansonsten fallen hier nicht nur ein Ziel. Eins ist nämlich extrem angeschlagen, sondern auch ein zweites, nämlich die Nummer 2. Das heißt, wir brauchen wieder ein Fahrzeug, was auch eine ordentliche DPM hat und am Hügel kämpfen kann, denn wir müssen uns hinten verstecken. Ha. So, weitere Besonderheit. Das Nachladen eines ersten Clips, das Nachladen eines ersten Schusses dauert nur die Hälfte der Zeit wie im normalen. Wer das also noch nicht mitbekommen hat, einfach mal nachschauen. Wenn er normalerweise 6 Sekunden nachladet für einen Schuss, der erste Schuss geht innerhalb von 3 Sekunden dann ins Rohr. Ist bei allen Fahrzeugen gleich. Also die Nachladezeit wird bei allen Fahrzeugen halbiert. Solltet ihr die Munitionssorte wechseln, während ihr nachladet, also beim ersten Nachladen, beziehungsweise beim ersten Schuss, der eingeworfen wird, wird gleich der erste Schuss, oder bevor der erste Schuss wirklich im Rohr ist, und ihr wechselt da nochmal die Munitionssorte, dann besteht die Möglichkeit, dass sie nachladet, oder bleibt die Nachladezeit trotzdem gleich. So, um den FV muss sich jemand anders kümmern. Der ist jetzt ehrlich gesagt nicht dein Problem. Ich würde hier nicht die Seite wechseln. Wahnsinnig gefährlich. Genau deswegen. Weiß nicht, ob da hinten irgendwo noch einer hockt, der dich dann rausklicken will. Deswegen immer vorsichtig sein. Wir sind jetzt bei 24 Minuten Spielzeit. Wir sind bei 6 Kills. Wir sind bei 13.026 Schaden. Kassieren hier von der IS-3 den nächsten Schuss. Geben dem LP-432 noch eine mit. Vorsicht, IS-3. Die wäre One-Shot. Du kannst dir noch einen fangen. Allerdings nur einen. Und hier um die Ecke lauert gleich der nächste. T-44. C-4 ist unter Feuer.
Aktuell haben wir wirklich noch kein einziges Ziel verloren. Eins hängt nur noch am Tropf. Jawohl, sehr schön. ELC Ewe 90 raus. Daneben, mein Freund. Also, Indienpanzer reagiert hier leider völlig falsch. Lässt sich hier nochmal zusammenschießen. Warum auch nicht? Wir sind bei 14.078 Schaden, 2.580 Schaden geblockt, 7.767 Schaden aufgeklärt. Ziel 1 ist gleich fällig. Aber auch der Gegner läuft hier mehr oder weniger der Zeit hinterher. Das heißt, ich glaube wirklich nicht, dass da hier nochmal was draus wird. Tick-Tack, die Zeit läuft rückwärts. Irgendwas um die 50 Sekunden haben wir noch. Wenn ich das da so durchschimmern sehe, durch meine kleine Anzeige. Ja, gib ihm. Ja, wunderbar. Kill Nummer 7. General unterstreicht mal wieder, warum er hier auf dem Feld ist. 4 ist ebenfalls gleich fällig. Aber halt für ein drittes Ziel reicht es am Ende nicht. Da lege ich mich fest. Das Ding ist gegessen. Ziel 4 haben wir verloren. Zeit tickt trotzdem weiter rückwärts. Irgendwas um die 20 Sekunden sehe ich da noch. Da haben wir noch einen Light, der noch unter Beschuss gerät. Könnte man probieren. Ne, prallen wir ab. WC-120-1 FT, da bleibt frontal einiges hängen. Allerdings nur frontal. Sieg. Ich hab's mir gedacht. Also, 14.697 Schaden aufgeklärt, ausgeteilt, 2.580 Schaden geblockt und 7.767 Schaden aufgeklärt. Perfekte Runde. Recht oft das Fahrzeug verloren, ist okay, gehört dazu. Wir schauen uns diesmal die Auswertung nicht direkt hier an, denn da fehlt ein bisschen was, sondern wir schauen sie hier direkt auf meinen Facebook-Account. Da haben wir nämlich ein paar Medaillen, die ich jetzt leider nicht erklären kann, weil ich, wenn ich drüber fahre, natürlich nicht sehe, was das ist. Und ich die Medaillen selber noch nicht bekommen habe. Ich bin nämlich, was viele von euch nicht wissen, ziemlich durchschnittlicher Spieler. Kacke, was? Egal. So, was haben wir bekommen? 681.481 nehmen wir ein. 19.417 XP. Insgesamt. 7 Kills. Heidewitzka. Wir sind mit 4044 XP, aber sowas von erster, dass es gar nicht besser geht. Es gibt noch einen zweiten General mit 2843 XP, aber den haben wir trotzdem komplett in die Tasche gesteckt. Im Gegnerteam gibt es nicht einen einzigen, der auch nur annähernd an die ersten 15 rankommt. Na, herzlichen Glückwunsch. Also so ein beschissenes Team kann man als Gegner natürlich auch mal erwischen. Kommt auch mal vor, so ist das halt. 93 Schüsse abgefeuert, 74 haben getroffen, 58 haben zerschlagen. Wir haben über 300 Meter 2.900 Schaden gemacht. Wir haben 2.085 Schaden geblockt, hatte ich bereits gesagt. Am Ende bleiben von den 681.000 519.000 netto übrig. Die Runde hat sich mal richtig gelohnt, das Ganze in weniger als einer halben Stunde. Also, mit dem normalen Gefecht nicht zu erreichen. Einer der Gründe, warum dieser Modus so beliebt ist. Ziemlich feine Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.